So, wir sind wieder bei Emergency 2013, Mission Nummer 4. Damit machen wir jetzt mal weiter. Das hat irgendwas mit dem Papst zu tun. Wir sind hier auch in Rom. Ich werde eine Bohrleitung schweißen. Ja. Was hat der Papst damit jetzt genau zu tun? Ist mir jetzt nicht so ganz klar. Eine Bohrung muss Aber noch okay. erfolgreich abgeschlossen werden, dann ist die Gefahr des Vulkanausbruchs gebannt. Die Bohrung findet auf dem Petersplatz in Rom statt. Dort hat eine Eruption bereits Schäden verursacht. Der Papst und Arbeiter der Bohrstelle wurden unter Trümmern verschüttet. Retten Sie alle Opfer und bleiben Sie in Alarmbereitschaft. Bleiben Sie in Alarmbereitschaft, ist neu. Das spricht dafür, dass wir ganz viel Spaß haben werden. Ich habe immer Spaß. Ah. Ja, ein paar Trümmer liegen da schon rum, ne? Ist aber auch gut, dass sie einfach so mitten auf dem Petersplatz stehen und da einfach eine riesige Bohrinsel aufgebaut haben. Also einen riesigen Bohrturm. Herrlich. Auf dem Weg, los so. Aufsteigen und landen und überhaupt. Wir haben Bergeheli. Ich sehe, den Bergeheli brauchen wir auch. Moment, haben wir Feuer? Nein, wir haben keine Feuer. Gut. Sonst ist das immer ein bisschen kritisch mit dem Hunden. Oh, ich habe 3 Notärzte für 6 Opfer. Ja, das glaube ich nicht. Oh Mist. Na gut. So, Hund, lauf. Bitte. Ich würde aber mal sagen, wir können schon mal die Fahrzeuge hier in Richtung... Ja, genau, in Richtung der Trümmerteile stellen. Ich hätte lieber einen Bulldozer, muss ich ehrlich sagen. Damit geht das alles immer ein bisschen schneller. Aber wir haben auch nur in dem Bereich der Trümmerteile, das heißt... Ja? Genau. Wir werden jetzt mal hier... Was gibt's? Direkt ein paar Trümmerteile anheben und das beiseite packen. Was gibt's? So, transportfähig. So, ich glaube, wir verschieben mal die Notärzte. Bin unterwegs. Wird umgehend durchgeladen. Zack. Zack. Da war keiner drunter. Also da ist einer drunter gewesen. Aber sonst... Oh komm, ich könnte dir auch direkt den nächsten Auftrag geben. Was soll das? Höre. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass die Hunde so ineffizient sind. Höre. So, komm. Auf dem Weg. Die fahren jetzt alle mal dahin. Höre. Ist in Arbeit. Dann heben wir hier noch mehr Teile Alles an. Klar. Ja? Ah, zu viele Köche verderben den Brei, das merkt man hier echt extrem. Gerade was das Pathfinding angeht. Ach, da sind auch noch Trümmerteile, die habe ich gar nicht gesehen. Also da, ja, ist ja logisch. Wir haben auf beiden Seiten Trümmerteile. Bin ich überraschend. Was geht schon unterwegs? Wo ist mein... Wo fährst du denn jetzt hin? Ja? Ach, komm. Ja, pass auf. Du fährst darüber. Alles klar. Fertig. Was gibt's? Und du hebst jetzt einfach mal hier noch ein paar Teile an. Höre. So. Das ist schon transportsicher. Der Transport geeignet. Perfekt. Bin unterwegs. Ja? Da ist jetzt keiner drunter gewesen. Können schon mal den... wissen. Alles klar. Ich glaube nicht. Was gibt's? Die sind nicht in den Hundefahrzeugen. Bin unterwegs. Sprich dafür, dass sie gerade entweder rumwagen oder Höre. Irgendwo im Feuer sterben Kein oder Problem. Keine Ahnung. Was gibt's? Irgendwas ist
du das jetzt mal bitte kurz da umschichten? Kein Problem. Ja? So. Ist in Arbeit. Ach, da sind die Hunde. Gut, dann hebe ich jetzt gerade das falsche Trümmerteil hoch. Gut. Auch in Ordnung. Vielleicht fahre ich mal mit dem Hundefahrzeug dann darüber. Bin unterwegs. Höre. Ja, okay. Nein. Oh, aufladen bitte. Ja? Auf dem Weg. Was gibt's? Kein Problem. Na, da war niemand drunter. Dann machen wir als nächstes mal das Trümmerteil, wo auf jeden Fall einer drunter ist. Schon unterwegs. Was gibt's? Und hier habe ich ja sonst nichts mehr. Ach doch, das ist da. In Arbeit. Was ich kann von da wahrscheinlich nicht darüber greifen. Ach, wie lange das hier alles dauert. Wäre halt gut, wenn man dann einfach sagen könnte, komm, such beim nächsten. Das wäre auch gut, wenn man, oder das wäre auch eine Option, wenn man das einfach, oder es wäre schön, wenn man das einfach dann steuern könnte irgendwie. Weil immer nur zurückschicken und holen ist irgendwie keine sinnvolle Menge an Optionen, finde ich. Kein Problem. So, hier ist niemand mehr, würde ich sagen. Übrigens auch interessant, dass der mit dem Haken einfach quasi in die Textur reinglitscht und dann, okay, ich heb's an. Ja, gut. Ist in Arbeit. Na, dem geht's nicht so gut. Schade. Höre, auf dem Weg. Unter Umständen brauche ich den zweiten Notarzt gleich drüben. Ist in Arbeit. Nein. Ach, ja komm, als ob du das nicht von deiner Position aus hättest machen können. Wo rennst du hin? Bin unterwegs. Ach, er ist rübergerannt. Ach, verdammt, das ist ja die Rettung, sondern das ist ja gar kein Notarzt. Was gibt's? Guck mal kurz, wie es dem anderen geht. Nicht, dass der kurz vorm Exitus ist oder so. Höre, was ist dein Problem? Los geht's. Der ist nämlich kurz vorm Exitus. Ja, dann brauchen wir den anderen Notarzt tatsächlich drüben. Los geht's. Kein Problem. Da war auch niemand drunter. Höre. Los geht's. Was gibt? Habe verstanden. Der wird jetzt wahrscheinlich einen von den beiden hier finden, aber das bringt mir nichts. Ach, doch nicht. Oh, die sind doch vernünftig. Ja. Manchmal funktioniert es echt gut. Aber nur manchmal. Ich hab den Eindruck. Führer, wird gemacht. Vielleicht fahre ich mal mit dem Kran rüber. Auf dem Weg. Führer. Kein Problem. Mit Kran und Notarzt. Was gibt's? Das ist vielleicht etwas entspannter dort drüben. Auf dem Weg. Jetzt kann ich aus dem Weg jetzt laufen. Aber ich glaube, die laufen einmal um die. Okay, die laufen einmal über das, durch das halbe Einsatzgebiet. Führe. Das war jetzt nicht so sinnvoll, dass ich die vielleicht lieber mit dem Fahrzeug fahren soll. Naja, was soll's. Unterwegs. So, der Notarzt kümmert sich jetzt mal um den. Beziehungsweise... Ist in Arbeit. Er guckt, was mit dieser Person hier ist. Die ist auch... Oh, die sind alle kurz vorm Exitus. Ja, schon unterwegs. Also erstaunlich viele sind kurz vorm Exitus, finde ich. Ist in Arbeit. Was gibt's? Ich muss noch eine vermisste Person finden. Ich glaube, da ist keiner drunter. Wird umgehend durchgeführt. Höre. Alles klar. Höre.
Ah, Transportsicher. Schon unterwegs. Komm. Wird umgehend durch. Diese Hitbox. Ist in Arbeit. So. Bin unterwegs. Jetzt ist der dritte Notarzt auch hier und jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Bin unterwegs. So. Bin unterwegs. Pack ich mal mit in den Heli rein. Ja. Wenn er schnell genug ist, klappt das nicht. Ah, die Pfanne. Ach, die ging ja gar nicht mit dem Heli. Ja, das ist richtig. Ja? Ja? Bin unterwegs. Ja? Der letzte lass nicht ab. Ja? Also baut das doch bitte und ladet das doch bitte ab. Ja. Das Teil habe ich, glaube ich, auch schon bewegt. Ich glaube, wenn da einer drunter liegt, dann ist der aber sowieso Brei. Also von daher... Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt... kann ich da durchfahren? Nee, kann ich nämlich nicht. Da ist nämlich irgendeine komische Sperre vor. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Bin unterwegs. Höre. Haben wir hier noch irgendwelche Trümmerteile, die ich hochnehmen kann? Ist in Arbeit. Das vielleicht noch? Ja. Eventuell ist dann eben noch. Aber sonst. Höre. Kein Problem. Ich glaube, da ist niemand drunter. In Ordnung. Nicht sagen, wie sie sich zu bewegen haben. Nur was sie machen sollen. Was passiert jetzt? So schnell wie möglich versorgen, sonst werden wir sie verlieren. Ganz in Ferne. Wo ist der Hund? Achtung, ein Teil des Platzes ist eingebrochen. Glühend heißes Magma tritt an die Oberfläche. Kühlen Sie das Magma. Löschen Sie alle Brände. Achten Sie auf Ihre Einsatzkräfte. Nur Löschpanzerfahrzeuge dürfen sich dem Magma nähern. Was gibt's? Okay, das Magma darf nur von Löschpanzern. Was gibt's? Ja, Löschpanzer. Haben wir zwei. Und die dürfen sich um das Magma selbst kümmern. Alles klar. Na gut. Wir sollten das Magma mit mehreren Löschkräften gleichzeitig kühlen und damit seine Hitzeabstrahlung verringern. Boah. Ja? Ich dachte eigentlich auch nicht, dass ihr euch da dran stellt, wenn ich ehrlich bin. Ausführung beginnt. Ich bin davon ausgegangen, dass ihr so smart seid und das nicht tut. Ja? So. Auf dem Weg. Ist okay. Ist Frage, wo sind die Hunde hin? Nee, komm, pass auf. Wir haben das Magma abgekühlt. Es strahlt jetzt weniger Hitze ab. Wir sollten es aber trotzdem immer weiter kühlen. Verstanden. Okay. So. Was gibt's? Schon unterwegs. Ausführung beginnt. Ja? Großraumtanke. Achtung! Das Magma ist nicht mehr abgekühlt. Es strahlt wieder eine extreme Hitze aus. Ja? Was soll das? Alles klar. Ich hab das doch weitergekühlt, aber halt nicht mit allen auf einmal. Verstanden. Was gibt's? Wird gemacht. Vorsicht, die Brände weiten sich aus. Wir sollten die Brandausbreitung schnell eindämmen. Oh, verdammt. Weg. Ja, wir haben das Magma abgekühlt. Es strahlt jetzt weniger Hitze ab. Auf dem Weg. Wir sollten es aber trotzdem immer weiterkühlen. Oh nein. Nein, 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 nein. Die werden gleich alle explodieren, glaube ich. Wird ausgekühlt, ja? Unterwegs. Ja. Verstanden. Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. Okay. Was gibt's? Nicht mehr schlimmer. Zumindest bei dem einen.
Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. Das letzte Ding wird gleich gehen. Jetzt wird's langsam. Langsamer. Ja, wird umgehend durchgeführt. Oh nee. Schon unterwegs. Nein. Was gibt's? Lauf doch nicht direkt daran vorbei, du Idiot. Du bist auch so ein Vollhonk, das ist unfassbar. Er kann direkt liegen bleiben jetzt. Zack. Ja. Nice. Der Karte brennt. Höre. Achtung, wegen der extremen Hitze in der Nähe des Magmas sollten wir verletzte Personen bei der Magmagrube mit dem Bergungshelikopter von da wegholen. Verstanden. Ah, ja, das sollten wir machen. Das stimmt schon. Irgendwie keine Rettungskräfte hier. Gefühlt. Was gibt's? Schon unterwegs. Höre. Ich habe keine Idee, wo die Hunde sind. Behandeln Sie verletzte Opfer immer so schnell wie möglich. Ja, das dachte ich mir fast. Mit der Zeit immer schwächer. Andererseits hat es mich jetzt andererseits hätte ich erwartet, dass es wegen dem Feuer passiert und nicht wegen. Eine Bohrung muss noch erfolgreich abgeschlossen werden. Nicht wegen der Personenrettung. Gefahr des Vulkanausbruchs gebannt. Aber gut. Die Bohrung findet auf dem Petersplatz in Rom statt. Dort hat eine Eruption bereits große Schäden verursacht. Wir versuchen es einfach nochmal. Ach ja. Weil das eigentlich... Los geht's. Eigentlich würde man da an was anderes denken, aber... Ja, nein, dieses Mal sollen die Hunde das einfach nur... Sollen die einfach nur Leute sein. Ja. So. Wie schmarrt mir das so? Das ist das Problem gewesen. Ja. Hat die Notärzte hier dazwischen. Okay, ja. Ja? So, die Hundeführer. Höre. Gehen halt nach vorne. So, auf der anderen Seite habe ich gerade. Ah, ich glaube, der war das nämlich. Verdammt. Warum macht der da nichts? Der da direkt neben steht. Ganz toll, sag ich dir. So, holen sie mal zurück. Ich finde es aber auch klasse, dass die dann einfach beide zum gleichen Opfer gehen. Höre, bin unterwegs. Das ist nicht so effizient. Wird umgehend durchgeführt. Ah, komm. Auf zum... Ja, komm, auf zum KTW. Aber dass ich die nicht, da, dass ich die gar nicht bewegen kann, ist echt unsinnig. Auf dem Weg. Also der Heli da von mir aus drüber fliegen, aber das ist immer noch besser als... Los geht's. Wird gemacht. Gar nicht bewegt. Ja. Bin unterwegs. Ach, Mann. Over and out. Ja. So. Wird umgehend durchgeführt. Wir holen mal kurz ein Notarztfahrzeug und schicken einen von den Notärzten rüber, weil es nämlich gerade irgendwie keinen Sinn macht, die alle hier zu haben. Was gibt's? Ist in Arbeit. Auf dem Weg. Was gibt's? Klar. Wird umgehend steigt durchgeführt. Ein. Wird mit. Was gibt's? Bin unterwegs. Zack. Bin unterwegs. Das könnte aber tatsächlich sein, dass ich es mir einfach vergessen habe. Das wäre natürlich jetzt gar nicht so klug dann, wenn man deswegen die Mission scheitern muss, wenn man jemanden im Bergeheli vergisst. Ah, da backt der Hund irgendwo im Boden. Dann ist es
natürlich auch schwierig, die Typen zu finden. Ist okay. Nur eure eigenen Hunde rufen und nicht auch den Hund von dem anderen. Los geht's. Was gibt's? Das macht irgendwie sonst keinen Sinn. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Okay. Vielleicht spawnen die verletzten Personen erst darunter, wenn der Hund einmal dran geschnüffelt hat. Keine Ahnung. Auf dem Weg. Kurios. Was gibt's? Jetzt doch wieder mehr anheben als vorher. Wenn die Hunde dann teilweise auch irgendwie nichts machen oder mir nicht helfen, dann ist das irgendwie nicht so optimal. Da kommt einen, schicken wir rüber. Bin unterwegs. Wenn wir Leute brauchen, den anderen. Höre. Den bringen wir schon hier. Unterwegs. Was gibt's? Der macht einfach auf den Wechsel. Wird umgehend durchgeführt. Höre. Da war eine Person. Ja, los geht's. Dann helft er bitte. So. Als ich Leute im Heli, also im Berge-Heli vergesse, kommt. Okay, immer mal wieder vor, habe ich den Eindruck. Das ist auch irgendwie. Auf dem Weg. Sofort. Etwas unscheinbar manchmal. Auf dem Weg. Bin unterwegs. Und dann hat das nicht unbedingt immer so einen Blick, dass da ja noch Opfer drin sind. Da ist vielleicht noch jemand. Ja, auf dem Weg. Was gibt's? Wird gemacht. Jetzt ist der Hund von der anderen Seite hier schon rübergelaufen. Ja? Klasse. Dann ist hier wahrscheinlich niemand mehr. Ist okay. Ja, okay. Ja? Ja? Stützen einklappen, Stützen wieder ausklappen. Bin in der Zwischenzeit nicht bewegt. Ja. Gut. Habe verstanden. Alles klar. Ja, packt das da irgendwo hin. So. Jetzt soll der Hund mal wieder suchen. Was gibt's sofort? So. Wird ausgeführt. Warum? Wenn die Hunde ihn auch nicht finden, ist das natürlich schlecht. Ja? Auf dem Weg. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Top. Spielstand speichern. Ich glaube, von daher Safe Call. So.
Mal die Personen retten. Mal die Tanklöschfahrzeuge koordinieren. Damit die sich hier drum kümmern. So. Feuerwehrdrohne. Ja, Rüstwagen. Ja, den Rüstwagen bitte. So. Wir sollten das Magma mit mehreren Löschkräften gleichzeitig kühlen und damit seine Hitzeabstrahlung verringern. Auch irgendwo dahin. So. Alle aussteigen lassen. Ich muss immer noch zwei Vermisste finden. Alles klar. Das Magma müssen wir kühlen. Die holen sich alle Schläuche. Dann kühlen oder dann löschen die das da mal. Und sich auch Schläuche. Einsatzkraft verletzt. Wir müssen vorsichtig was? Vorgehen. Vorsicht, wir dürfen ja. Warum? Zu nah am Magma postieren. Die Hitze dort ist zu hoch. Wir sollten das Magma mit mehreren Löschkräften kühlen, um die Gefahr auszuschalten. Ist wahrscheinlich wieder ein Hund wir gewesen, ne? Wir haben das Magma abgekühlt. Es strahlt jetzt weniger Hitze ab. Wir sollten es aber trotzdem immer weiter kühlen. Keine Ahnung, was das jetzt war. Wahrscheinlich irgendein Hund oder was weiß ich. Ja, höre. Verstanden. Müssen wir mal gucken, dass wir das da alles in den Griff kriegen. Vorsicht, die Brände weiten sich aus. Wir sollten die Brandausbreitung schnell eindämmen. Auf dem Weg. Vorsicht, es brennt. Löschen Sie das doch. Hm. Ja, echt? Danke, Captain Obvious. Wird umgehend durchgeführt. Ich versuch's. Ja, verstanden. Ah ja, komm. Nein. Beim Tank, also bei einem großen Tanklöschfahrzeug könnte man sich aber auch wünschen, dass die standardmäßig einfach so einen Schläuch in der Hand haben, wenn die da rauskommen. So. Vielleicht löschen wir hier, vielleicht können wir hier einfach mal ein bisschen. Ach nein, die könnte das auch. Boah, komm Leute, fahren. Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. Was gibt's? So, dann suchen wir noch eine vermisste Person. Aber irgendwie ist mein Problem so ein bisschen. Das ruckelt aber auch ein bisschen. Ja? Schon sehr. Zu Befehl. Was gibt's? Opfer so schnell wie möglich versorgen, sonst werden wir sie verlieren. Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. Löscht das doch bitte. Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. Nein. Was ist das für ein Bad Luck, dass der RTW in dem Moment an der Explosion vorbeifährt? Also in dem Moment, wo das Fahrzeug da explodiert, da vorbeifährt und dann natürlich einfach kaputt geht dadurch. Das ist natürlich klar, dass seine Einsatzkraft verletzt wird. Ihr seid ja lustig. Weg die Hunde zurück. Kann ich schaden. Und ich weiß immer noch nicht, wo die letzte Person ist, die ich vermisse. Zu Befehl. Ja, hier kommt direkt auf dem Weg ins Krisengebiet. Das Ding auch. Wir sollten das Magma mit mehreren Löschkräften gleichzeitig kühlen und damit seine Hitzeabstrahlung verringern. Alles klar. Die Luftpanzer haben da jetzt, glaube ich, noch ausreichend zu tun. Bin unterwegs. Was gibt's? Sofort. Ja, komm, das hat nichts. Schon unterwegs. In Ordnung, kein Problem. So, da hinten soll ich da mal hinkommen. Was gibt's? Da oben brennt es jetzt schon. Wir haben das Magma abgekühlt. Es strahlt jetzt weniger Hitze ab. Wir sollten es aber trotzdem immer weiter kühlen. Gerade verstanden. Was gibt's? Schläuche.
verstehe ich gar nicht, warum es hier unterschiedlich... Also, ich meine, in der Realität macht es ja absolut Sinn, dass es Leute gibt, die einen Pressatmer, also so Atemschutz haben und welche, die halt keinen haben, aber irgendwie erschließt sich mit die Verteilung hier nicht so wirklich. Also unter anderem die Verteilung. Und auch, dass man die dann unterschiedlich anspricht, ist manchmal irgendwie... Ja, und dass die Fahrzeuge da halt einfach immer explodieren, ist halt auch ein bisschen unnötig. Einfach nur, also nicht. Man guckt ja an, wie schnell das da jetzt am Brennen, also wie schnell da die Fahrzeuge alle schon beschädigt sind. Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt an. Schläuche holen und gutes. Ja. Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. Bin unterwegs. Wo ist der Hund? Macht der Hund irgendwas? Der Hund wieder irgendwo tot im Graben? Oder so? Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. Oh. So, einfach austauschen. So. Okay. Als ob hier kein weiterer Brand wäre. Ja, genau, das habe ich erwartet. Dass das früher später passiert. Ja. Auf dem Weg. Ja. Was ist mit dem da los? Da kann vorne oder was? Nein, hier Opfer, so schnell wie möglich versorgen, sonst werden wir sie verlieren. Echt? Das ist ja ein Ding. Höre, sofort. Schon unterwegs. Ich habe jetzt zwei Opfer, von denen ich weiß. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja. Komm doch dahin. Ja, klasse. Ja, das ist natürlich jetzt ganz großes Kino. Na, da müssen wir erstmal wieder zwei Stücken reinfahren. Ja, so kann das natürlich nichts werden, ne? Alles klar. Schon unterwegs. Ja. Das da bitte, wenn du sonst keine Möglichkeit hast, irgendwo dran zu kommen. So. 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 Ich habe keine Ahnung, wie das Auto da hinkommen will, aber... Das ist jetzt auch meine Aufgabe, das sicherzustellen. Ich glaube aber, der kriegt das gar nicht hin. Der backt ja auch gerade irgendwie rum. Wahrscheinlich habe ich einmal wieder den Weg zugestellt oder? Keine Ahnung. Ne, pass auf. Die Person da wird gerade dann wieder zufahren. Bei dem anderen sieht es nicht viel besser aus. Das ist ein Lichtkampf, das ich eigentlich überhaupt nicht verwenden kann, außer... Um da den Kram zu tun, irgendwie auch ein bisschen blöd. Das zeige ich mal mit. Aber da haben wir noch Löschkräfte, die ja nichts tun. Na gut. Ja, komm, pack den da irgendwo anders hin. Bums. Ich wundere mich die ganze Zeit, wo die Leute hin sind. Ja, das kann natürlich so nichts werden. Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. Ach ja, komm hier, Heli. Wenn wir. Irgendwie wäre es gut, wenn er mir dann noch sagt, welcher Feuerwehrmann an welches Ziel nicht rankommt, aber das erwarte ich ja schon gar nicht mehr. Die Baustelle geht dahin schon, auch wenn das so weitergeht. Wie ist das jetzt hier überhaupt so eskaliert an der Stelle?
Chemie oder wie? Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Ziel, um hier dran. Sag mal, irgendwie lüftet da nichts, kann das sein? Ja. Verstanden. Ja. Dann der Luft kannst du hier treffen. Leute. Fahrt doch bitte darüber. Achtung, das Magma ist nicht mehr abgekühlt. Es strahlt wieder eine extreme Hitze aus. Das kann doch nicht wahr sein. Toll. Hier hast du zwei Luftpanzer. Das war eine Aufgabe verwendet. Und um dich herum fackelt alles ab. Geil. Wir haben das Magma abgekühlt. Es strahlt jetzt weniger Hitze ab. Wir sollten es aber trotzdem immer weiter kühlen. Ja. Und hier noch irgendwelche Feuerwehrkräfte, die ungenutzt rumstehen. Ja. Ah, da sind noch welche drin. Ich habe keine Ahnung, ob die... Ja gut, wenn das Magma nicht so stark, wenn es so heiß ist, dann die wahrscheinlich. Behandeln Sie verletzte Opfer kein Problem. So schnell ja, wie möglich. Das war jetzt natürlich einfach unnötig. Aus einem einfachen Grund. Ja, deswegen habe ich jetzt auch nicht einen Safe Pass an. Des Vulkanausbruchs gebannt. Die Bohrung findet auf dem Petersplatz in Rom statt. Dort hat eine Eruption bereits. Ich wusste nicht, dass ich auch auf die andere Seite fahren muss. Der Papst und Arbeiter der Bohrstelle wurden unter Trümmern verschüttet. Retten Sie alle Opfer und bleiben Sie in Alarm. Das war einfach dumm. Aber ich glaube, zeitlich sind wir jetzt schon wieder ein bisschen am Limit angekommen. Das heißt, nachdem der Abspann fertig ist, werde ich erstmal pausieren. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Mit dem nächsten Versuch. Damit bis dahin.